Willkommen und herzlich, herzlich willkommen. Hallo? Hallo! Ja. Alles gut. Ich hab meine lass einfach mich reden. Ich glaube, meine Nachbarn hassen mich. So. Sorry. Ich hab das Kabel abgemacht, das Verlängerungskabel. So, wer hat wie viel? 9 ES! Was? Schrank. Stell so einen Kohlenstoffgenerator her. Einfach mehr als das Doppelte von dem Solarmodul, ne? Hast du jetzt meinen QT-RTG? Ja, hast du. Der da auf dem Boden lag, habe ich genommen. Kannst also einfach meinen nehmen. Selbstgefällig. AR war Kompass nochmal. Weißt du warum? Weil er steht für Rocco. Das bezweifle ich jetzt mal stark, aber von mir aus. Was sind das für komische Säulen? Ich baue die mal ab. Hier passiert nichts. Miau, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich dreh mich. Oh. Ungewöhnlich. Ist dir mal aufgefallen, dass dieses Harz sieht aus wie Macaroni? Ja. Oder wie die. Oh ja. Hier, guck mal. Perfekt. Hier brauche ich nicht mal Generatoren einzuschieben, sondern der QRTG reicht. Weil das ist so ein. Ja. So ein Ding, was du einfach nur aufladen musst, was sich genau. Eine bestimmte Menge an Strom braucht. Genau. Dafür ist der QRTG perfekt. QTRTG meinte ich. Soll ich dann auch einfach scannen? Ich scanne es einfach mal. Ach, es ist ein fettes Ding. Ich habe gar nicht einmal gelesen, dass auch fette Dinger sein können als Sex. Hallo? Alter, es ist gerade so viel Strom im Verbrauch, dass ich sogar den Kohlenstoffgenerator anmachen musste. Das ist doch nicht schlimm. Dafür ist er doch da. Jetzt, wenn die Forschungsgegenstände am Dingsten sind, soll er angemacht werden. Oh no! Oh, hier eine kleine Windturbine, die sich nachts dreht. Es ist wieder Nacht, ne? Was soll die Scheiße? Ja, Sonnenplaneten sind über Scheiße. Das rede ich schon der mein hier. Ganzes Leben. Nein. Ach, den Mond fand ich auch schon kacke. Es ist ja auch kein Sonnenplanet. Doch, Wind ist kacke. Ja, okay, Wind ist kacke. Hier ist klar, dass du gesagt hast, Wind ist kacke. Auf dem Planet, ja. Achso. Du meinst ein sicheres Wind ist kacke. Der erinnert mich gerade ein bisschen an Alabasta aus One Piece. Und ich dachte gerade aus Pokémon. So, lol. Es gibt auch in One Piece Ark. Du weißt ja, was Ark sind, gell? Die Saga. Ja, genau. Endlich mal einer, der es auch mal weiß. Sonst muss ich es immer erklären. Sterbt Pilze, fickt euch. Mir ist gerade aufgefallen, vielleicht sollte ich den Weg ein bisschen breiter bauen. Das ist ein Buggy. Wofür hast du jetzt nochmal Wolfram verwendet? Für den Generator. Der hat tatsächlich Wolfram gebraucht. Wo ist das Glas? Hast du es schon verwendet? Nö. Habe ich abgelegt von dem Ding. Und wo ist das? Irgendwo. Ich finde gar nicht, dass es sich lohnt, Isaacs. Was? Die Solarmodule hier hinzubauen. Die bringen einfach absolut nichts. Die bringen 2 Minuten Wasser am Tag. Hier ist Glas. Ja, aber dafür können sie einmal die Batterien auffüllen, was der Kohlenstoffgenerator in einer Sekunde entscheidet.
Ja, eben. Oder es ist vielleicht einfach Kohlenstoff herzustellen. Der 20 Minuten hält, gefühlt. Und jetzt? Oh, hier ist ein kleines Solarmodul. Die sind noch unnötiger, lass ich einfach dort, so unnötig ist es. Kupfer. Vor den Grad mit denen auf mir auf, bringt doch eh nichts. Weil jetzt noch zwei mittlere. Es ist einfach permanent Nacht. Mir gerade ist Tag. Ich mache jetzt. Mir ist Nacht. Hä? Bei mir ist Tag. Das ist sogar unterschiedlich. Natürlich. Du bist auf einer anderen Seite des Planeten. Ja, aber ich dachte nicht, dass sie sowas bedenken. Natürlich. Bei mir ist damals auf die Fliege. Doch. Niemals. Ich habe das Spiel tatsächlich gespielt. Im Video. Das war knapp. Ich glaube, langsam fliegen wir auf. Was? Womit? Nichts. Nichts. It's racist. Willst du sagen, dass das Spiel vorher kurz anprobiert oder was? Nein. Abgesehen, da hat es einer studiert. Ein richtiger Hurensohn. Welche Wörter sagen wir nicht im Kindergarten? Richtig, aber das ist auch kein kinderfreies Video. Ah, okay, stimmt. Nicht wie das letzte. Mhm. Alter, Eisis, man braucht genau 6 kleine Generatoren. Genau 6. Ja, genau 6. Nein. Hey, sag mir bitte nicht. Hört man eigentlich, wie ich Salzstangen esse? Nö. Gut, dann stellt euch vor, ich esse keine. Tut da nicht. Ja, jetzt lass mich mal nachsehen, wie viele Planeten gibt es denn. Für Alien Bison, glaube ich. Noch eins. Hä, warte mal. 1, 2, 3, 4. Achso, wir haben unsere nicht aktiviert, deswegen. Doch, haben wir. Fährst schon rum? Aktiviert. Ja, ja. Fährst schon rum? Was ist? Fährst schon rum? Wie rum? Wie? Um die Dinger zu aktivieren. Ah, ja, machst du. Hab ich doch schon einen aktiviert gerade. Was soll ich jetzt? Und ohne meine Theorie stimmt da, dass wenn es ein Kreis ist, ist es eine unaktivierte Base. Wird einfach immer die nächste angezeigt, die am nächsten ist. Nee, aber es macht glaube, viel Spaß, mit dem Buggy rumzufahren. Irgendeine angezeigt. Wie meinst du? Es wird eine angezeigt, die du als nächstes besuchen kannst, egal in welche Richtung du gehst. So meinst du das? Ich glaube, es ist aber auch immer die nächste. Also, die am nächsten ist. Tja, das ist halt das Gute an der Wissenschaft. Jeder kann seine eigene Meinung haben. Hat es ja Zack gesagt. Ja, ja. Und so eine Legende. Jeder kann seine eigene Meinung haben. Und der Typ, der sogar einen Doktortitel hat. Welcher? Am Ende, die Dings klauen wollten, den Nobelpreis. Ach so, ja, Nobelpreis. Jeder kann seine eigene Meinung. So geil. Oh, was ist denn hier los? Eine Energiezelle, die brauche ich nicht. So, wir haben jetzt Licht im Empfänger. Warte mal. Ich weiß, dass diese Scheißdinger hier wie Jump-Pads funktionieren. Diese grünen hier, deswegen. Ah, okay, wenn ich mit dem Auto drauf fahre, passiert auch nichts. Nein, gerade. Bin ja schon drüber gefahren. Kennst du noch die grünen Jump-Pads-Dinger aus dem Video? Ja. Ja. Ernsthaft? Ja. Ich dachte, du hast sie vergessen. Ja. Jo, was ist das denn für eine geile Höhle? Also, sie geht richtig steil nach unten und ich fahr fast rein. Ich muss sagen, wir haben eine echt geile Alien-Base bekommen, obwohl die alle sind eigentlich gleich gefühlt. Vom Spot.
kann ich auch vielleicht einen Generator. Ah, ja. Oh mein Gott! Endlich. Go. Bam, 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 bam. Fuck, ich will nicht mein Arbeitslicht ausmachen. So. Okay, die nächste ist auch an. Sehr schön. Gleich. Und ich fuchte noch an unserer Base rum. Ich find's gut, dass ich der Alien-Base-Typ bin. Das weiß ich. Dass ich es gut finde oder dass ich es bin? Dass du es gut findest. Und dass du es in den bist, weiß ich auch. Und dass ich bin. Weiß auch. So. Also da sind drei aktiviert, da fehlen noch drei, okay, gut. Hä? Ah, wieder dieser Bug. Also das zählt nicht als tot, damit es klar ist. Bist du tot? Ja, weil ich von dem Tisch wieder runtergelaufen bin. Ein bisschen schlecht. Das passiert ja auch irgendwann. Nee, kommst du der Junge nicht so gut. Weil nichts zu Ende aktiviert, warum kann ich nämlich nicht interpieren? Hm? Nee, es war wahrscheinlich der Planet, also wo wir gerade sind. Ah, stimmt, jetzt erkennst du es, wenn du dich hier rum TPst, dann ist einfach Tag, obwohl es bei dir Nacht ist. Hm. Cool. Und hier ist Dämmerung. Haben wir keinen Strom mehr? Was? LOL. Wir hatten einfach kurze Zeit gar keinen Strom mehr. Gut. Nicht. Hä, jetzt sind die auf einmal fast leer. Wie dumm. Hä? So, wie dumm ist Sex. Bam. Bam. Das finde ich einfach nur doof. Kompass. Nächstes. Ich weiß, dort aber vorne. Du musst dich nicht unbedingt so selber hassen. Wofür? Dass du so dumm bist. Okay. Michael Jacksons Vater ist Patrick. Kartoffel. Kreis. Mal kurz gucken, wie viel ist denn das? Ja, obwohl, das reicht noch für die nächste. Danach lasse ich sie leer laufen. Oh, das macht aber echt viel Spaß. Oh, ist es ein aufladbarer? Ja, ist ein aufladbarer. Richtig. So. Frag. Ah, ich kann keinen Strom mehr. Oh Junge, ich sehe nichts mehr. Ist das mein erster? Alles, das ist hier viel zum Scannen wegen mir jetzt. Glaub ich tot. Du bist tot? Nein, noch nicht. Ah. Komm schon, stirb. Ist hier irgendwo Harz? Guck mal, wie ich jetzt scanne. Ah, ich hab ich verkackt. Ja, ich glaub, ich bin tot. Wie sagtest du so schön? Er stirbt, ist echt schlecht. Hast du das wirklich gesagt? Nö, keine Ahnung, ist mir doch egal. Oh, und ich bin. Hatte ich irgendwas zu. Ich hab ein Problem, I6. Das ist dumm. Ich hab irgendwie. Die Jump-Pads haben irgendwie dieses Exo-Ding, was ich aufladen wollte. Ah, ja. Hab's geregelt, die haben's irgendwie umgedreht, weil.
ich die Dinger abgebaut habe und die haben es einfach in die Luft geschossen. So. Bitte sag mir, es ist ein kleines Ding. Schon wieder ein fettes Eisdex. Vielleicht hätte ich Graphit mitnehmen sollen. Hä, ist das dumm? Nee, David. Ich hab doch gar nicht dumm gesagt. Hä, ich hab gesagt David. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Doch, weil jedes Mal, wenn ich zu David sage, Digga, bist du dumm, sagt er nicht, ich bin David. Also ich das wissen. Jetzt weißt du es doch. Ja, es ist halt so ein Witz. Nee, ich finde ihn nicht so lustig von David. Wann kommen die Banner in Dokkan? Mittwoch. Nee, ich habe nichts Besonderes eigentlich. Ja, Dienstag. Ich bin noch eine Etage runter. Sieht vielleicht irgendwas, Latrin, Schutt, Koffer. Ich war gerade in die andere Richtung, nur um nachzugucken, ob das hier ein aufladbarer Sack ist oder ein Scheiß. Hier ist ein Heilerschmelzofen. Und eine Sauerstoffzelle, perfekt. Wie ein Heilerschmelzofen. Kann man den draußen in der Wildnis finden? Ja. Achso, bist du auch gerade mit dem Buggy unterwegs? Nein. Ich bin in der Höhle fast tot. Achso. Ah! Bist du gestorben vorhin? Nein. Ich glaube immer noch in der Höhle. Naja, das Fallsterben zählt auch schon als Sterben. Und? Also, bist du ein Loser? Nein. Doch, genauso wie ich. Du bist genauso ein Loser wie ich. Nein. Finde dich ab. Keine Sorge. So schlimm bin ich nicht. Oh ja, das hat er mir auch erzählt damals. Wie cool, Isaac! Oh, scheiße. Hä? Ich glaube, ich habe hier einen Vulkan gefunden oder so. Also, nicht Vulkan, aber hier... Ist dir aufgefallen, dass der ganze Planet gleich aussieht? Mhm. Ist einfach nur überall Sand. Hier ist so mäßig wie in Minecraft. Lehmgebiet. Das ist, wo brutal anders bauen kann, im Pixelmon. Mesa. Mesa, so sieht es aus hier. Richtig cool. Aber ich hab Ausgang gefunden. Gibt hier einfach ein scheiß Mesa-Biom. Du kommst mir noch bis dahin. Sieht gut aus. Ah, wieder so ein Ding. Perfekt. Oh fuck. Ey, das Dix-Ding schießt ja auf mich. Tut mir leid an die Leute, die es gerade nicht sehen, aber das ist gerade ein bisschen knifflig. Dass sie nichts erkennen gerade. So. Soll ich ihn raus? Ja, kurz den Buggy nehmen und hinten nachgucken, ob da der ist auch so ein aufladbarer ist oder ein. Ein nicht aufladbarer. Nein, natürlich ein nicht aufladbarer, aber hätte er sein können. Ja, welcher Keck stirbt denn auf so einem Planeten? Oder wer stirbt denn schon fast auf so einem Planeten? Nein, ist glaube ich ein Planet, hier können nur fette Dinger sein. Ich hatte immer alles unter Kontrolle, also mich kannst du damit nicht meinen. Manipulieren? Nee, meinen. Manipulative? So, bitte wieder Strom. Ah, nervt dieser Kompass, wenn man gerade nicht ihn benutzen will. So. Stell mal für mich ein Graphit her. Und wie? Achso, ja, nee. Doch, erst Zentrifuge. Oder mach selber, wenn du zu einer neuen Alien-Base kommst, auf der ich gerade bin, kannst du einfach herkommen und dann ist direkt vor der Alien-Base so ein, eine geöffnete Kiste mit so einem fetten Ding. Verpackt es und nimmst in die Base mit. Okay, gleich. So.
Ja, ist halt, wie macht man Wolframkarbid? Wolframkarbonit, Chemielabor. Mit Stock schon, ne? Ich glaube schon. Da, ich bin wirklich wieder gestorben vom Tisch, als 6. Das ist einfach schlecht. Hast du mir wenigstens ein Graphit hergestellt? Nein. Du wolltest doch nicht. Kannst du das jetzt machen? Jetzt will ich in der Höhle. Ey, du... Hä? Achso, dafür musst du auch später holen, okay? Warum? Warum machst du das nicht einfach? Weil ich jetzt kein Kanister hab. Das ist ein scheiß Harz. Ja, aber das war wieder ein Umweg. Wenn du schon auf dem Weg bist, hättest du auch einfach einen Graphit herstellen können. Nein, das brauche ich aber. Will ich aber nicht. Glas? Wolfram haben wir, glaube ich, noch oben und ein Keramik müsste auch noch oben. Ne, kann man ja herstellen. Dann stelle ich einen Keramik und dann von mir aus noch Graphit her. Nee, natürlich kein Graphit mehr. Spaß. Okay. Ich hab Spaß vorher gesagt, deswegen. Ja, das hättest du vielleicht nicht riskieren sollen. Ich mach die Dinger jetzt an, jedes Mal, wenn ich sterbe, werden die ein bisschen verbraucht. Was? Das ist richtig dumm. Was wohl, mein Sack? Das Keramik. So. Sie kann hier hin. So, Ausschalten. Kompass wieder an. Tick. Also jedes Mal, finde ich noch ein bisschen dumm, dass jedes Mal, wenn ich Alien Biss aktiviere, dass ich sterben muss. Nee, du bist halt schlecht. Okay. Du musst halt einfach akzeptieren. Weißt du, was ich cool finde? Wenn man so ein Item hat, später irgendwie aus Nanokarbid, dann kannst du auf einen Slot... Nanokarbonlegierung, was für Karambit? Karambit ist ein Messer. Ja, ich weiß. Da kannst du auf eins deinen Inventarstocks tun. Irgendwie an die oberen oder an den Bohrer. Womit du zwei Plätze da hast, anstatt einen. Also einer wird zwei. Ah. Oh, das ist eigentlich auch cool. Ist ja sogar nicht cool, ist ja richtig cool. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, wie es dann aussieht, mäßig, ne? Boah, aber du könntest mir schon vorstellen. Graphit, okay. Ich kann den Graphit machen. Ja. Wozu? Also dann das Ding selber oder soll ich machen? Was? Den Forschungsgegenstand. Diesen Karsten aus der Kapsel. Oh, dafür mache ich gerade einen Graphit. Mhm. Okay. Das ist so ein Dicker. Er ist schon wieder ein Dicker hier. Ich glaube, hier können nur aus den Kisten Dicke kommen. Hey, jetzt nicht mehr so feindliche Mitte. Doch. Sonst, ich mag keine fetten Leute. Von daher mag ich mich auch selber nicht. Finde ich gut. Wenigstens ein bisschen. Was ich gerade gefunden habe, I6. Was? Ein Verpacker. Was noch wichtiger ist, wofür haben wir noch Schwefel gebraucht? Weiß ich nicht. Hab Schwefel gefunden. Echt? Cool, dann kann ich mal nachgucken, was man. Ich hab gerade das Chemie wieder gemacht. Also, ich glaube, es ist für Dynamit. Ich hab gerade Chemie dabei gemacht, wie gesagt. Gut, guck nach, wofür Schwefel benutzen können wir jetzt. Schwefel für Sprengpulver. Ich buchstabier's mal. Schwefel. Schwefel, Sprengpulver und nichts weiter. Sicher? Mhm. Wofür brauchen wir noch für Sprengpulver außer Schwefel? Also von Ressourcen. Was? Was brauchen wir für Ressourcen außer Schwefel? Für den Sprengpulver. Ja, ich hab grad Graphit hier gefunden. Sprengpulver braucht zweimal Kohlenstoff und Schwefel. Alter, das heißt, wir können was herstellen, wenn wir hier so eine Kiste finden. Ab jetzt nehme ich meinen Schwefel immer mit. Was hast du gefunden?
Schwefel. Naja, aber sonst noch, du hast kurz aufgeschrieben. Graphit. Okay. Ja, weil du es mir vorher craften musstest. Muss ich sagen, ja, jetzt. Ja, soll ich Wolfram mitnehmen, ein bisschen? Ja, ich brauch gerade eins. Ja. Ah, nee, ich weiß nicht. Und was hab ich gerade gefunden? Ice-Tex? Was? Ja, die Kisten. Die man mit Dynamit aufschneidet. Ah, Exo-Kisten. Ja. Und hier ist, was ist das denn? Ein richtig kranker Forschungsgegenstand. Hier komme ich irgendwann nochmal hin. Wenn ich mit dir bin. Was? Ich muss einfach nur merken, welche Alien Base war. Ob es Äquator 4 war oder Äquator Sackgesicht. War hier bei Kupfer, fuck. Wo war Wolfram nochmal an der Decke? Ach, hier sind, nebenbei, hier sind drei Exo-Dinger nebeneinander. Was ist? Alles gut. Bin nur ein bisschen schwierig. Wir müssten halt jedes Mal die Exo-Chips mitnehmen. Wofür brauchen wir nochmal Exo-Chips? Für High-End-Kraftgeräte. Ach, Nanocarbon-Legierung. Ja, aber ich glaube, auch Glas hier werden wir ein paar trotzdem finden. Mhm. Dem coolst aussehenden Planeten. Aber wir werden nicht spoilern, auf welchen wir unsere Endbase bauen wollen. Es wird nicht Glacio. Also unsere meistgenutzte Homebase. Ah, ich hab wieder Mesabiom gefunden. Aber es ist das zweite Mesabiom, was ich auch bis jetzt auf der Welt gefunden habe. Ich hab Forschungsgegenstand gefunden, groß. Und dann war er in so einer Kapsel? Ja. Also ja, dann. Habt ihr ein bisschen rumgecruised mit dem Buggy? Nein, ich bin einfach rumgelaufen. Da war das Wolfram gebaut. Dann habe ich es wahrscheinlich geöffnet, aber konnte es nicht mitnehmen. Oder hatte keine Lust. Oder hast du es gerade selber geöffnet, mäßig? Nee, ich hab's nur gefunden, aber geöffnet. Na, dann war es von mir. Noch so. Oh, du hast Wolfram gebraucht, gell? Mhm. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Was keins? Ja, das stimmt, ich habe tatsächlich keins. Das ist aber nicht so wichtig, weil... Fuck it, weil direkt hier bei der Alien Base, auf die ich gerade jetzt aktivieren werde, welches ist... Okay, warte, ich guck mal welche. Nein, ich hab's noch nicht aktiviert. Ja, das ist schon klar. Ich weiß schon welche. Kannst du gar nicht wissen, du Nazi. Bam, 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 bam. Okay, geht los. Ich will nicht nachgucken, sonst sterbe ich wieder. Ice-X, gleich ist es soweit. Ich leg dir Schwefel und so hin, okay? Ja. Dann kannst du es mitnehmen. Und die Alien Base ist aktiviert. Guck nach. Ja. Bin da auf dem Weg. Wir müssen dann noch rausfinden, welche die sterben. Ich glaube, es ist... Ich komme nicht hier. Wo ist Wolfram? Hier vorne. Bist du blind? Keine Ahnung, könnte wohl Wolfram sein. Kompass, weiter geht's. Da, guck mal, hier ist ein Mesabiom. Siehst du das? Wo? Wo ich? Zwei Wolfram, die ich habe. Guck hier. Okay, wie gut. Ja, ich hab's gehört. Wo? Ah! Ja, die haben auch schon auf eurer Küche gesehen. Tschüss, du Loser! Nein. Hallo? Mein Internet war kurz weg. Ich hab nur Loser gehört. Ich hab Tschüss, du Loser gerufen. Achso. Ich glaub, die. Weißt du, dass du gemein zu mir bist? Es sieht ein bisschen aus wie bei
Glacio. Wir müssen uns beenden. Wir machen eine längere Folge. Würde ich sagen. Ja, 40 Minuten oder so halt. Wir bereiten. Oder soll ich wieder einfach alle Alien Basen aktivieren? Ja, ist doch noch eine. Nur noch eine? Ich hab zwei noch. Nein. Bin ich so gut in dem Game, dass ich fast alle Alien Basen in einer Folge aktiviert habe? Forschungsgegenstand kann bleiben. Ich find's gut, dass ich der Alien Base Typ bin. Hast du schon mal gehört? Ich weiß. Sprengstoff machen. Willst du es mit dem Sprengstoff oder was ist auf dem nächsten Planeten? Ich weiß noch, wo Sprengstoff ungefähr ist. Die Kiste meine ich. Nein, ich meine, können wir mit dem nächsten Planeten anfangen. Lithium! Wir können, Nein, ich bin so. Oh! Nächste Folge gehen wir auf den zweitschönsten Planeten. Oh mein Gott! Ja? Puh! Das sage ich nicht. Das will ich nicht erzählen. Wow. Ach du Scheiße. Ich würde, das kann ich dir nicht erzählen. Das kannst du nicht glauben, dass jemand. Kannst nicht glauben, dass ein Mensch so dumm sein kann. Also wenn das sehen möchtest, musst du in die Folge gucken. Ich sag nur Sophie, ich wollte einen Verpacker herstellen. Und das Endergebnis, als ich zwei machen wollte, kam raus, zwei Energiezellen. Hä? Also brauchst du dafür nicht Harz? Genau, ich sag dir ganz genau, ich hab die erste gemacht und gesagt, oh mein Gott, wie dumm kann ich bitte sein? Da hab ich direkt noch eine zweite gemacht. ich hab eine Bombenpassung auf Stufe 2. Oh, kannst du mir eine mitmachen? Danke. Ja, von mir aus. So, danke. Ja, damit. Wenn nicht, wäre das rassistisch gewesen. Rassistisch. Was denn? Oh, ich wäre gerade fast ohne den QRT-Generator losgefahren. QTRT. Hab ich doch gesagt. QT. Ja. Du hast safe irgendwann anders. Ich hab dich da. Du hast irgendwas anderes gesagt. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht. Einfach guck mal nach, ob es noch Glacio-Schwefel gibt, okay? Gibt es safe nicht, glaube ich. Auch wenn es auf Glas hier ziemlich viele Dinge gab. Nee, nur Argon. Stimmt, jetzt eigentlich mehr. Da gab es nur ein Element. Viele. Ja, nicht. Ich pack deine Bohrenpassung vor den kleinen Drucker. Okay, lass einfach Schwefel mitnehmen, weil es lohnt sich nicht. Jetzt immer alles zu öffnen und dann dreht man die ganze Zeit die Exo-Chips hin und her. Weißt du? Bitte lass mich das tragen können. Soll ich da? Also soll ich jetzt Zeug herstellen? Was ist? Soll ich jetzt Sprengpulver herstellen? Nö. Nimm schön Schwefel mit. Warum? Weil das besser ist, hä? Also, du kannst so gesehen 5 Sprengstoff damit tragen, wenn du Schwefel mitnimmst. Ich hab jetzt einen Sprengstoff gemacht. Ja, dann okay, haben wir halt eins. Aber halt die Schwefel. Können wir schon TNT machen? Ja. 2 Kohlenstoff brauchen wir nur. Und ein Schwefel. Achso, nee, warte, das war für. Hast du jetzt Sprengstoff oder ein Dynamit hergestellt? Sprengstoff. Jetzt habe ich ein Dynamit. Ja, genau. Okay, falls du ein Exo hast. Ja, hier ist eins bei mir. Ihr schwebt in der Luft. Und da vorne ist ein Alien Base, dann kann ich dir so. Dann kannst du aber mit einem Buggy von mir kurz. Alter, cool. Oh ne, sogar die eins neben der Alien Base da. Ajax, bist du ready? Bist du zu Hause? Ja. Na, warte kurz, ich aktiviere hier. Was sagt? Erforscht. Ja, ich hab sehr viel Scheiße erforscht.
Achso, es gibt insgesamt 100 Sachen zum Erforschen und wir haben schon ziemlich viel. Erhöht Geschwindigkeit der Deformation, Aktivierung durch Anschluss an Geländewerkzeug. Ich merke gar nicht, dass ich eine bessere Anpassung brauche, weil ich schon so langsam buddel mich schon dran gewöhnt habe. Okay, so. Alter! So. Oh cool. Und dann noch Bruno. Ich verschwinde dafür mal ein Zink. Komm, pass aus. Warte, du willst doch dann springen, gell? Bin schon durch gewesen, oder? Was? Du willst ja dann springen, so. Ja, eigentlich schon. Gut. Ich hab ja schon mal so ein Ding gesprengt. Hammer. Eat. So, ich aktiviere jetzt die Dinger. Ach, Junge. Ich fahr jetzt zu dem Ding und du läufst dann zu mir. Ja. Was für ein Ding? Die Alien-Base wird jetzt aktiviert. Du musst zur Alienwelt pinnen, dann läufst du zu mir. Ich bin dann beim Ding, beim. Ja. Oder ist halt Sauerstoffbilder und ich will nicht darüber laufen. Ich will kurz. Was soll ich deiner Meinung nach machen? Jetzt, zu der Alienwelt hingehen, die gerade aktiviert wird. Schaffst du das? Alter, das ist komplett behindert. Alter, ist das cool. Alter, gib mir Wolf mal auf den Sack. Das war ja scheiße unnötig. Was denn? Ich hab so ein Tool gemacht, damit kannst du Ressourcen abbauen, ohne die Oberfläche zu verbauen. Oh, das ist ein bisschen cool. Aber. Wieder. Für uns ist das. Du kriegst dann auch nur das, was oben ist, mäßig. Ja, ja, ja. So, was soll ich? Zur Alien Base kommen. Warum? Da komm halt nicht zur Alien Base. Warum soll ich springen, das Ding? Achso. Komm ich da hoch mit dem Rover? Warte. Oh, natürlich jetzt hier unebenlich, dummer Hurensohn. Wo ist das Ding? Kompass. Dann komm zu dem, was am nächsten ist. Komm zu mir. Einfach. Aber warum bist du so weit hinten? Weil hier vorne das Ding ist. Komm hier gerade nicht mal hoch, um dir dann Luft zu geben. Weil dieser scheiß Buggy so dumm fährt. Fahr doch hier ein bisschen hoch. Danke. Wie viel Luft hast du? Glaubst du, du kommst dahin? Ja. Ich glaube, okay, dann lass ich den Buggy hier. Und da wurde gerade abgeschlossen. Ah, genau. Es leckt ziemlich. Ich habe Wolf gefunden. Ja, ist nicht selten, ist hier. Ich weiß. Wo bist denn du? Du, achso, du läufst außen rum. Ja. Ah, da hinten bist du, hallo. So, Kompass aus. Hi. Hallo. Hält dir. Hilfe! Hier. Nicht so nah. Spreng! Hallo! Kriegen wir schon Schaden? Nein. Cool! Schutz! Endlich kann man. Jetzt hast du meine Rampe kaputt gemacht. Bitte. Jetzt was? Jetzt kann ich viel schneller abfahren als du. Digga. Zu langsam. Hast du Generatoren ausgemacht, als du auf die Alien Base kamst? Nein. Die sind alle, EOS. Ja, dann lass ich die dort. Leer. Ja, du hast sie ausgemacht. Nein, die sind leer. Deswegen sind sie aus. So. Gut, dann fahre ich jetzt wieder zur Base. Brauchen wir für den nächsten Planeten Wolfram nehmen, ne? Nur Kupfer, falls wir Kupfer wollen.
Doch, einen Wolfram würde ich gerne mitnehmen für den Generator wieder zur Not. Was ist Titanit? Was ist das? Was ist Titanit? Auch eine wichtige Ressource. Hatten wir die noch nicht gesehen? Bis jetzt nicht, nö. Dann müssen wir richtig viel Wolfram mitnehmen. Warum? Weil wir sonst keinen Wolfram kriegen. Ja. Gutes Argument. Ja, brauchen wir keinen Schwefel, das können wir da abbauen. Nee. Achso, gibt's dort ein Ding? Nein, aber... Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Feld. Also wir können da den Dings den Atmosphärenkondensator. Ja, und gibt's da Schwefel? Nein, aber wozu brauchen wir so viel Sprengstoff? Vier? Immer ein Exochip mindestens. Weißt du? Weißt du? Ich muss aber noch die Landeplattform und so weiter haben, ne? Nehmen wir diesmal die Batterien mit? Nee, wir haben da Lithium. Endlich! Teil mir, dass wir so ein Kack Ramsch machen, dass wir auf jeden direkt bei den Zerst gehen. Kein Mini-Gainern. Das war dein Ding. Vorschlag. Mein Plan? Ja. Und I6, ich hab etwas Neues geschenkt für dich. Wenn du zu Hause bist. Wir können dann irgendwas mit. Denk dir mal aus, was wir mittleres mitnehmen können. Was für was? Was wir mittleres mitnehmen können. Warum? Weil wir jetzt Platz haben, weil wir jetzt die Lager nicht mehr mitnehmen. Achso, meinst du Batterien? Ja. Ah, okay, das ist ein gutes Argument. Ich würde halt. Das geht. Okay. Ja, eigentlich brauchen wir nie etwas. Wir würden uns nur einfacher machen, wenn wir halt zwei Plattformen mitnehmen würden. Nein, ja. Ich weiß, aber was würdest du denn sonst mitnehmen? Ich bin kurz vor meinem Schicken. Einfach eine Erdzentrifuge. Wo ist dein Buggy? Ich bin nach Hause gefahren. Oh, dann bin ich dead. Wie kann man nur auf dem Planeten sterben? Ja, aber das ist was anderes. Kann man in der Szene sterben? Bitte nicht. Ja, kann man. Ja, kann man. Also ich sterb grad so krass an dem scheiß Salzstäbchen. Salzstangen heißen die Dinger. Aber ich bin kontrolliert gestorben. Wie? Ich bin schon zu Hause, ich hab wieder alles. Ja, also bin ich auch. Ich bin auch immer an den Alien Basen gestorben. Nee, ich bin zu Hause gestorben. Ich auch. Ich wollte sterben. Ich auch. Ich nehme diese Salzstange. Okay, Nachtlicht brauche ich nicht. Ah, okay, so viel bist du denn gar nicht mitnehmen. Okay. Ich schwöre, eine Salzstange in meiner Lunge. Den ganzen Stromscheiß lassen wir hier, würde ich sagen. Da ist eine Salzstange in meiner Lunge. Dann ist sie auch. Ich schwöre. Gott, die kommt nicht mal. Wir müssen übrigens beenden, oder? Ich weiß, warte. So. Hallo. Hallo? Hallo? Ich weiß ganz genau, wie ich diese Folge nennen werde. Beinahe tot durch Salzstange. Nee, beinahe tot durch irgendwas anderes. Ich hab dir ein Geschenk mitgebracht, guck her, Isaacs.
Hast du gesehen, was war? Ja, das ist das. Hör auf damit! Hör auf! Lass mich doch nur kurz gucken, wo das ist! Hör auf damit! Du kannst doch dann gerade machen. Es ist weg und wir haben schon eins hier, alles gut. Hier. Warte, das kann ich ja selber machen. Hier für dich. R für Kompass. Was ist? Ich hab dir den Bohrpass in Stufe 2 gegeben. Oh, wie süß. Das erste brauche ich jetzt aber nicht mehr, gell? Was? Das erste brauche ich jetzt nicht mehr. Also die erste Version. Nein. Hier habe ich Wolfram für dich. Dann muss ich einen Sauerstoff in deiner Art machen. So. Und du hast nicht beendet, ne? Doch. Nein. Spaß. Ja. Alter, einfach 2580 Byte gibt so ein Fettsack. Ey, ich muss jetzt. Was haben wir denn nicht erlernt oben bei den Einsanddingern? Haben wir schon alles, glaube ich, ne? Ah, hier. Ah, tragbarer Sauerstoffmacher. Zieht im aktiven Zustand ein ES-Energie. Wir haben keine Ahnung, Carbonivirus. Ja, ich wollte nur gucken. So. Stopp, bevor wir losfliegen. Muss da noch Landflatter? Könnte unser ganzes. Ja, dann bald dich mal. Machen wir das zuerst, dann können wir sogar direkt in der nächsten Folge losfliegen. Wie letztes Mal. Ja, deswegen, du musst helfen. Ich das so. Nee, ich muss was Richtigeres machen. Nein, musst du nicht. Doch, muss ich tatsächlich. willst du mich verarschen? Du wusstest es. So, und jetzt brauche ich. Ja, wo ist denn das? Ist es bei 2? Gerade. Warte mal, ich bin gerade ein bisschen krass verwirrt. Was hast du Aluminium gefunden? Ja, die Hülle halt. Als ob Eistex. Ja, was? Sag bitte. Ich bin. Nee, ich muss gucken. Dann red ich mich an. Okay, Eistex. Ich. Ciao. Wohin geht ihr? Ah, okay, viel Spaß. Ja. Oh mein Gott. Hier. Lass mich nachgucken. Wo ist das Chemielabor? Ich bin der Chemiker von uns. Das Chemielabor ist hinter der Aluminium-Ding. Ja. Oh mein Gott, wir machen das. Ich mache es. Was denn? Oh mein Gott, sag ich nicht. Kannst du eine Legierung schon machen? Nö. Weißt du, was machst du gerade? Ich hol Aluminium. Wie viel? 4 Stück gerade. Soll ich dir helfen? Nee. Was soll ich machen? Du kannst schon mal anfangen, die Landeplattform zu bauen. Jetzt bin ich dann nach unten gegangen, weil ich dachte, du brauchst meine Hilfe. Viel Glück. Hallo. Komm wieder nach oben. Okay. Ich muss mich einmal. Ich brauche noch eine kurze Lungenpause, Alter. Ich würde dir, ich dachte kurz, ich sterbe an der Salzstange. Was war das für ein Geräusch? Das Ja, es war irgendwie übelst. Oh, es klang. Okay, da habe ich mir eingebildet, es klang halt irgendwie so. Es hat irgend so ein Typ, ein Wikinger, in seinen Blashorn geblasen. Oh. Und wie viel Kupfer haben wir verbraucht? Ziemlich viel. Ich hab gesagt, dass wir nicht so viel brauchen. Ich bin vorhin fast an der Salzstange gestorben, jetzt esse ich wieder welche. Das war gut so. Das hat Konfuzius schon gesagt, ist mehr Salzstange. Braucht man eigentlich für eine landende Plattform? Was braucht man eigentlich für eine Lande... Also welche Ressourcen braucht man? Ich guck kurz. Landeplattform, 2 Keramik, 1 Aluminium. Hey, das sein, hier, das ist ein Aluminium hier gar nicht hingemacht. Wie viel Aluminium braucht man? Okay, wir brauchen nur Keramik.
Warte mal. Okay. Warte. Ladi-da-di-da. Ah, ich hab keine Hester. Dann mach ich hier für dich schon mal hier hin. NP, ich bin echt netter Typ. Ich mach sogar hier für dich Keramik. Lehm. NP, Bro. Dann fange ich an, hier schon mal die Plattform zu bauen. Oh, Digga, das glaube ich jetzt nicht. Na egal. Nehmen wir die Exo-Chips mit oder lassen wir die einfach hier? Wir nehmen zwei Lager mit Wolfram und Kupfer und Exo-Chips. Wieso nehmen wir nicht vier Lager mit? Weil wir das nicht können. Oder können wir mittlerweile schon größere Schiffe? Ah, das mach ich doch gerade. Witzig! Nein, ernsthaft! Nein, ich meine, es ist witzig, dass du das nicht gesagt hast. Okay. Ich mach mal den mittelgroßen Generator an. Das ist schon ziemlich cool. Dass wir das machen können? Ja. Ich bin so smart, du dachtest, hey, was macht denn der die ganze Zeit? Und ich sag, ist geil. Wir brauchen noch eine neue Feststoffdüse. Kriegen wir eine Aluminium oder eine 2? Wie meinst du? Ah, ja, das meinte ich. Ja, nee, ich mach grad für 2 sogar. Also 2 mittlere oder das? 2 mittlere, ja. Bei Großstück könnte man schon sagen, da kann man noch mit einer durchfliegen. Ja, aber das haben wir nicht. Also wir können auch mit einer mittelgroßen fliegen. Dann, warte, das ist wichtig. Wir fliegen mit 2, würde ich sagen. Ja, hast du aber Hydrazin-Ding erlernt? Was? Nee. Oh, wir hätten Hydrazin-Schubdüse nicht machen können, weil man dafür Stahl braucht. Und wir hätten das Hydrazin nicht machen können. 2 Ammonium bräuchte man pro Ding, okay, das geht mit. Doch, Hydrazin könnten wir herstellen, oder nicht? Nein. Doch, Wasserstoff gibt's doch fast überall. Ja, aber erst auf nächsten Planeten. Ja, ich dachte, wir können jetzt hier schon Atmosphärenkondensator machen. Nein, erst auf nächsten. Ja, ich dachte, scheiße. Wir brauchen noch Eisen. Oder. Warte mal. Oder? Bei 3 war es. Hämatit, ne? Bei Eisen, oder? Ja, Hämatit. Dann können wir auf den nächsten Planeten auch noch keine Ahnung. Okay, gut. Sondern erst auf den übernächsten. Gut. Guck mal her, ich zeig's mal, wie cool dieses Ding bei Aluminiumlegierung aussieht. Ich mach jetzt schon mal die Dinger. Die mittelgroßen Raketen. Da. Bam. Oh Mann, Isaacs. Irgendwie haben wir nicht mal genug Strom mit dem mittelgroßen Generator. Guck's dir an. Diese scheiß Solarmodule. Bringen einfach gar nichts. Nein! Ah, hier ist mein Buggy. Ey, wo hast du meinen QT-RTG-Generator hingeklatscht? Nirgendwo. Doch? Nein. Ja, und warum hat er sich in eine Batterie verwandelt oder was? Ich hab meinen Installer in deinem Rover. Ja. Achso, hier hinten. Achso, ich dachte, es wäre mein Rover. Ich war kurz verwirrt. Mein Installer in deinem Rover. Ja, ich weiß. Oh, ja, wie geil. Was, hast du schon Feststoffdüsen gemacht? Nee. Und ja, da noch. Dann mache ich welche. Das akzeptiere ich nicht, wenn dann schmelzen wir es vorher. Achso, ja, okay, gut. Da. Hab ich ungeschmolzen mitnehmen. Okay, da. Oh ja, ich bin hyped. Dann mache ich schon mal die Feststofftriebdüsen für uns. Da. Oh, nehmen wir mal ein Safe hier an dem kleinen. Oh, wie geil. Ist das eine Mitte? Ach so, ein Ammonium und ein Aluminium. Hast du noch 2 Aluminium? Nee. Oh, nee. Ich hör kurz. Ah, genau, du.
Dafür habe ich die zwei Aluminium-Legierungen gemacht. Gleich bei einer Stunde. Ja, ja, aber egal. Aber wir schauen mal. Mit dem Wetzen letztes Mal. Nee, das ist strukturiert, oder dass das eine Stunde geht. Die ersten. Es ist immer so, irgendwie bis jetzt. Es sind drei Folgen pro Planet. Zwei, also bei Mond waren zwei sind chillig und die dritte ist dann eine Vorbereitung. Genau. Ja. Wo ist die Startplattform nochmal gewesen? Hast du die irgendwo schon gemacht? Ich habe zwei. Nee, ich habe die noch nicht gebaut. Ach so. Aber ich hab die Fläche dafür schon ausgehoben. So, warte, lass mich mal gucken, wo das ist. Nach der Forschungsstation. Ach so, da irgendwo. Ah, da! Oh, wir haben gerade gar keinen Strom hier. Ja, woran das liegt. Auf dem nächsten ist zum Glück mehr Wind. Ja, ich glaube, Schloss wäre einfach, wenn wir Evolfram mitnehmen, einfach mittelgroße Generatoren machen. Nein. Weißt du? Doch. Nein. Wind. Doch. Wind ist ja hoch. Auch, aber. Wind ist hoch. Digga, gleich haben wir keinen Kohlenstoff mehr. Ich habe eigentlich nochmal welches produziert. Eigentlich ist hier nichts. Reiche 5 Aluminium. Ach hier, nee. Wir haben Aluminium! Sag mal das doch. Oder war das das, was du gefarmt gebraucht hast? Nein, ich farm gerade für dich. Du hast gesagt, ich brauche jetzt wieder nach oben. Ja, aber ich dachte, du hättest dein Aluminium benutzt. Habe ich auch. Und wo ist denn dann die Plattform? Ja, ich war ja. Ja, ich brauche noch welches. wie heißt denn die Plattform? Ist sie bei 3 oder 2? Kannst du mir sagen? Bei den großen. Beim großen Drucker sogar, so stimmt. Unterkunft ist es nicht. Landeplattform. Ein Aluminium, zwei Keramik. Das heißt, was ist noch? Hier, zwei Keramik. Perfekt, Isaac. Ich habe hier sogar vorhin zwei Lehm gemacht. Da hast du Lehm. Ey, mach mal das Aluminium weg. Ist ja unnötige Stromverschwendung. Mach nur so viel, wie du brauchst. Und es passt. Ich dachte, du brauchst das. Nee. Ich habe einfach deins benutzt. So, die Raketen sind fertig und die Feststoffdüsen auch. Dann bringe ich jetzt die andere Rakete auch noch hin. Landeplattform. Was? Zwei Keramik jeweils. Hast du vier Keramik gemacht oder nur? Nee, ich habe gerade noch für dich gemacht. Sechs habe ich halt gemacht. Ah, geil. Habe ich gebraucht. War ich nochmal. Sogar schon am Schmelzen. Nee, das sind nur zwei dran. Das wundert mich ja eben. Achso, du brauchst nur eine Landeplattform, gell? Nee, zwei. Man braucht zwei Landeplattformen. Ja, eine für mich. Hä, ich dachte, auf einer passen drei Dinger. Was? Ja, man dachte ich halt. Machen wir nochmal ein bisschen mehr Keramik. Ich hab eine Frage, was wollen wir dann eigentlich alles mitnehmen? Hier ist noch ein Lehm. Ja, ich hab doch gerade Lehm hergestellt nochmal. Nee, das dreht sich erst noch. Ja, wir haben keinen Strom. Warte, ich hab meinen Dings hier an. Ah, ich krieg jetzt Sonne, alles gut. So, jetzt. Räum mal alles auf, schieb mal den ganzen. So, jetzt decken wir schon mal nach, was wir mitnehmen. Ah, warte, ich guck mal nach, was man braucht. Danach. Alter, guck mal unsere Beitrate. Die kann sich gar nicht entscheiden. Lol, was ist denn da alles drin? Ich wusste gar nicht, dass hier irgendwas drin ist. Ja, doch. Hast du Wasserstoff? Warte mal. Ah, nee, das ist ja mal geil. So. Okay, ich verstehe, Isaac. Eine Windturbine produziert sogar mehr Strom als ein Solarmodul. Aber ist irgendwie öfter Wind da. Isaac, wir können nächsten Planeten müssen wir nicht mal Ressourcen mitnehmen für die Turbine, alles kann man dort easy finden. Welche Turbinen? Windturbinen. Achso, ja. Ich
Ich weiß. Der nächste ist Vesania oder so. Ja, was soll man denn mitnehmen? Das einfach ein bisschen Aluminium und so halt. Zweitgeilste Planet im Spiel, finde ich. Laut dem Video. Nee. Du weißt schon, das sind zwei Plattformen nur für dich. Ich brauche auch noch so eine Plattform. Wie die zwei Plattformen? Zwei Lager meine ich. Zwei Lager. Ja, dann mach dir noch kurz welche. Kannst du welche machen? Ich mach hier. Ich muss es schon rüberbringen. Mann! Du dummer Wichser! Wollte ich denn in die zweite Plattform gemacht? Ach, das ist hab ich rübergebracht. So, funktioniert noch dein Jetpack eigentlich? Der ist schon lange weg. Also hast du gar keinen mehr? Nee. Okay, aber ich glaube, ich lasse meinen hier lieber. Aber das ist ja Platzverschwendung. Obwohl, nee. Wir haben keine Platzprobleme. Ich weiß, aber. Irgendwie will ich immer so viel mitnehmen, wie es geht. Hast du nochmal einfach wieder ein bisschen Harz mitnehmen? Ich baue gerade. Also, ich meine jetzt nicht hier jetzt mitnehmen, sondern auf einem anderen Planeten. Einfach ein bisschen Gemisch und Harz mitnehmen, weißt du? Zink! Wir müssen das Zink mitnehmen. Stimmt. Nein, wofür denn? Lithium. Ich glaube, wir brauchen Zink auch noch für den Verkauf. Dann guck doch jetzt nach! Aber du sagst die ganze Zeit, dass du glaubst, dass man vielleicht beim Chemielabor braucht. Dann guck halt jetzt nach. Okay. Er ist einfach kein Harz. Nein. Okay, wir nehmen doch keins mit. Stimmt, warum haben wir Zink hier mitgenommen, aber haben nicht der Batterien daraus gemacht und die angeschlossen? Wollen wir aus den jetzigen Batterien nochmal kurz Batterien machen, damit wir ein bisschen den Start schon mal haben? Nee, jetzt lohnt sich nicht. Achso, meinst du mitnehmen? Ja. Ja, kann man machen. Weil wir haben nichts anderes. Ja. Doch, QT-RTG-Generator. Ich meine, was wir einpacken können. Achso. Ja. Wir können doch mal Wolfram holen. Nee, ich glaube, du überteilst gerade ein bisschen mit Wolfram. Wofür willst du Wolfram so viel benutzen? Du brauchst einige Rezepte. Also dass du so viel brauchst, wie du gerade mir schildern willst. Oder wir können die Trompete hier mitnehmen. Ich hätte die Trompete. Ja, haben wir schon mal gesagt. Wenn ihr eine Maschine oder so mitnehmen könnt, wir die auch einfach craftmäßig. Du willst ja keinen Tisch oder so mitnehmen. Ich nehme ein bisschen Gemisch und so mit, ne? Ja. Das ist auch eigentlich das Genialste, glaube ich. Ja, und du wolltest mir damals nicht glauben. Wieso? Das ist ein guter Start. Ja, aber du hast gesagt, nee. Brauchen wir nicht beim Mond. Haben wir auch nicht. Aber ist geil. Hier ein paar Batterien. Die kannst du nochmal reinpacken. Hör auf! Es sind nur vier. Aber auf die legt mir einfach in den Inventar. So, jetzt kannst du meine Dinger befüllen. Nee, Ammonium, bitte, das nimmst du auf gar keinen Fall mit. Ja, nehme ich Gemisch mit. Ja, du nimmst Gemisch mit. Ich nehme einen. Ach, Digga, hör doch auf, Digga. Ich sehe es auf jedem Planeten im Überschuss. Okay. Dann nehme ich Gemisch mit. Ja, haben wir jetzt überhaupt eine zweite andere gemacht? Du müsstest die machen. Das war doch dein Job! Und ja, der Reis. Wie? Sauerstoff. Oh, stimmt! Ich dachte, es wird einfach nur um eins erweitert. Ja. Können wir dann einfach einen Sauerstoffgenerator mitnehmen? Ohne ihn sogar zu verpacken?
Ich würde einfach Schmelzofen und so mitnehmen. Aber wolltest du doch nicht mitnehmen? Ich hab's das vorgeschlagen. Nee, ich meinte, das klang so vorhin als. Wolltest du. Ich hab ja gesagt, weil ich hätte ja. Haben wir nicht zwei Landplattformen gemacht? Was? Nee, deswegen haben wir noch zwei Aluminium übrig. Warte. Okay, ich brenne kurz das letzte Leben. Ja, okay. Wo ist denn dein TQ-RTG? An meinem Roboter? Nee, hab ich irgendwo hinten angeschlossen, glaube ich, bei den. Dann muss ja mein Buggy sein. Oder ich hab ihn verloren. Nice. Nee. Also mein Buggy ist ja nicht. Dann muss er hinten sein. Hier nicht. Wo er nicht ist. Die Dinge, cool, mein Inventar ist er auch nicht. Ist er in deinem Inventar? Doch, okay, ich hab einen. Dann hast du meinen genommen. Ja, ja. Das ist. So, können wir jetzt noch meine zwei Lager befüllen? Ich weiß nicht mit was. Ich auch nicht. Nimm Maß und sowas nicht. Ja, okay, dann hilf mir. Ich nehm sogar Bio-Dinger mit einfach. Willst du einen mittelgroßen Generator mitnehmen? Ja, dann, ja. Hier, leg ihn hin, dann mach ich Verpacker. Oder warte. Ach, doch. Wolltest du einen neuen craften am Anfang? Nee, wir benutzen auch noch die. Hast du einen Verpacker für das hier? Achso, die zu verpacken? Die drei Lager, ja. Das wäre smart, das können wir machen. Mit Erde. Na, mach ich noch einen Schmelz. Okay. Dann mach mal deine Strom Erde mehr. Aber hin und mach einfach Dings. Wir haben keinen Strom mehr. Ja, schade. So, ich hab ihn wieder gestellt. Ich war kurz da. Wir haben tatsächlich gar keinen Strom mehr. Tja. Nein, mach deinen Kitur-RTG dran. Okay, wo ist. Achso, der ist in meinem Inventar, hä? Achso, okay, hab ihn dran gemacht. Gar nicht, das nehme ich auch. Bin einfach mal lustig. Ich kann ja sogar. Oh, stimmt. Gemisch und Harz. Oder nehmen halt Aluminium auch mit, ne? Nee, du kannst zwei Aluminium mitnehmen. Wir brauchen für irgendwas außer der RZ-Truhe neu Aluminium. Aluminium-Legierung halt, aber. Schmelzofen. Naja, eigentlich brauchen wir für alles Aluminium: für den Buggy, für Feststoffdüse, für die Landeplattform, für alles eigentlich. Mein Jetpack ist jetzt auch wieder kaputt. Geil. Kann man den QT-RT überhaupt craften? Ich glaub nicht. Lass ihn mal nicht verlieren. Na, wir können ja. Dafür ist eine Aufnahme gut. Digga, wir sind eine Stunde und 10 schon. Ja, wieso sind wir alle? Na, jetzt muss ich auch keinen Schiss mehr machen. Warum arbeitet das Ding nicht? Weil es nicht genug Strom hat. Leck mich doch. Ich weiß, was ganze Zeit Strom frisst. Wir sind richtige Vollidioten. Und zwar I6 die Forschungsdinger. Gehört? Ja, natürlich. Digga, es ist immer noch keiner von denen fertig. Es soll angeblich 4 Stunden dauern. Ja, mit unsere. Oh, ich hab ziemlich viel Grafik gefunden, das ist gut. Oh nein! Was? Ich mach gerade mit der Geschwindigkeit von der Schnecke ein Grafit.
Okay, ich komme mit 3 Grafik zurück und hier ist deutlich mehr. Mann, ja, lass bitte. Soll ich einfach ein Glas mitnehmen? Nee. Bleib hier. Aluminium. Warte. Die erste Palette ist bei mir fertig. Die trage ich jetzt zu meinem Schiff. Hast du inzwischen jetzt die Plattform für mich gemacht, die zweite? Nein. Dann hol mal Aluminium. Dann, oder soll ich hole einfach an Aluminium. Oh! Was scheißt du denn? Alter, ich war bei meinem letzten Tick beim von Sterben. Na, scheiße, ich. Alter, Skos hätte ich auch gehalten. Ich hab deswegen nichts gesagt, tatsächlich. Smart. BBB. Junge. Dann hör mal lieber auf meinen Ratschlag. Wir lassen uns schlagen. Ach, den Rad. Wofür braucht man eigentlich Kupfer? Hier sind ein paar Lager. Dann nehme ich einfach hier ein bisschen Gemisch mit. Mhm. Dann verpack du das schon mal die Lager. Doch, hier ist die zweite Lager. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich hab sie nicht gesehen, okay. War aber noch nicht ausgebaut. Ah, ja, dann gehe ich wieder zurück. Hol ich ein Aluminium. Ja, ist jetzt einfach los, wir wollen uns aber die ganze Kopf zerbrechen, was wir mitnehmen können und so. Okay? Was? Ja, jetzt ist einfach los. Wir wollen ich hab 3 Exos und Schiss bekommen. Und dann gehen wir mitnehmen. Hm? Die nehmen wir sowieso mit. Hier. Immer nach. Hä? Immer nach die an die Lager. Da. Das ist einfach wirklich die Wanderung immer nach. Nice. Ich mach ihn noch an hier an dem hier. Ich nehme einfach 3 Lager mit. Numero uno. Eine Numero dos. Dein mit hunderten Jugos und verbrenne dein Dorf. Ey, Jugos sind ja Kroaten. Ich habe aber noch nie ein Dorf verbrannt. Echt? Ich glaube ich nicht. Ey, wir haben hier Isaac, wir haben sogar Aluminium mal mitgenommen. Guck mal her. Wir hatten das ganze Zeit hier in der Base. Ich weiß. Nein, weißt du nicht. Oh, hier ist mein Sauerstofftank. Luft, Sonne, fucking nochmal auf, ey. Das ist scheiße. Irgendwie sieht jetzt oben links so leer bei mir aus. Vorher hatte ich da. Ah, okay, mal einen Sauerstofffilter. Tank. Niemals nehme ich Ammonium mit, leer nehme ich Gemisch mit. Ey, ich versuch so richtig auf Krampf alles voll zu packen, aber wir haben einfach gar nichts mehr, was ja? Man mitnehmen kann. Also nichts, was wir, was ich nicht hier lassen wollen würde. Ja. Wir können in den, warte, ich packe mal einen Rover ein. Nee, das ist unnötig. Natürlich, das ist unnötig, aber wir haben einen Platz. Aber du meinst wohl auch ein Buggy? Ja. Und der hat jetzt nämlich Harz mit. Wo ist ein. Hast du noch ein Verpacker? Hier ist ein Graffiti. Brauchst du das? Ja. Nee. Okay. Dafür mache ich jetzt Harz. Ich habe auch noch mal Harz gemacht, das bevor ich aber. Ey, das soll ich machen. Achso. So. Dann. Okay, dann mache ich nochmal 8 Harz. Zack. So, hier, Harz. So, der Anfang geht ja immer schnell, hier das Befüllen. Lass dein Wagen hier, damit wir einen haben. Okay. Na klar, meinen hier lassen, ne? Mhm. Wohl meinen, der schon die ganze Welt erlebt hat. Richtig.
Der will diese Welt noch weiter exploren. Genau. Nein, ich nehme einen mit. Ein Messerstecker. Oh, die Batterie-Dinger finde ich wieder, weil die einmal in der Sekunde ja. Null bringen. Mhm. Vier. Ja, an sich aus wird sich ja lohnen, einfach um die komplette Welt mit Verlängerung überall Solarmodule hinstellen. Jetzt, wo du es angesprochen hast. Nein! Ich hab hier den Schmelzer und den kann ich bei deinem Linkslot reinstellen, oder? Nee. Warum nicht? Verboten. Achso, in meinen Dingen. Ja, der Raketen-Sauerstoff-Slot. Nee, dafür wollte ich, das wollte ich hier rein tun, guck. Hier. Die Sachen kannst du auch alle fast am Rücken nehmen. Was hast du da? Harz. Soll ich die Batterien hier lassen? Mach die organische Ressource weg. Aber die gibt's auf dem anderen Planeten nicht. Doch. Bist du dir sicher? An der Oberfläche. Dann machen wir jetzt Stopp. Warte, dann machen wir ein bisschen Gemisch weg. Aluminium kann ich haben und das Ding auch. Achso, das kannst du ja alles tragen. Was bist du für ein Typ? Scheiß auf das Ding. Okay, dann machen wir jetzt Abschluss. Ja, also. Ah. Aber warte, Au! Oh. Du lässt mich hier nass. Ja, hast du noch einen Slot frei? Nee, aber könnt einen Slot frei machen, ja. Für was? Was hast du da für weg? Einfach ein Harz oder eine Batterie, irgendwas, hä? Würfel einen deiner Kanister weg oder so. Ich will dir eine Batterie nicht. Ein Harz. Da werf ich lieber ein Harz weg als ein Kanister, hä? Ja, das stimmt. Denn ich will meinen Kutschi. Denke ich auch, ja. Dann muss ich jetzt wieder Harz weglegen. Scheiße, ob das Harz. Du hast doch einen ganzen Kanister voll. Ja, aber. War Harz ist okay. Okay, wir müssen Abschluss machen. Komm her. Scheiße. Strom generieren die Dinger noch. Ist eins bei fertig, dass wir das Ding noch anschließen können? Ja, damit ist das fertig. 24 Sekunden. Okay, komm jetzt. Okay. Wir machen das auf Screen. Okay. Okay. Wie viel Uhr ist es? Okay. Geheim. Na, ich versuche dafür. Okay. Okay. Schau-Kakao. Scheiße! Was? Tschüss, Schokolade. Tschüss!